Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ori and the Blind Forest und wie immer Memphis ist am Failen und ja, ihr habt ja beim letzten Mal, wenn ihr die Folge fleißig verfolgt habt, mitbekommen, es wird immer schwerer das Spiel, ich meine, das wissen wir ja schon seit Anfang an, dass dieses Game einfach echt hardcore teilweise ist. Ist auf jeden Fall nichts für Leute mit einer geringen Frusttoleranz und das wird jetzt hier auch noch nicht anders werden. Es ist super schwer, weil sehr viele Gegner hier rumlaufen und ja, es ist zusätzlich auch noch ziemlich labyrinthisch hier irgendwie vom Aufbau. Und so, hier müssen wir jetzt richtig aufpassen. Hier gibt es nämlich keinen Wind mehr. Und ja, ich würde sagen, das ist der Krater des Vulkans. Da lassen wir erstmal die Finger von. Oh, das sammeln wir hier noch alles ein. Da oben das Kartensteinfragment. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, was hier bei diesen anderen Wegen alles noch so kommt. Unter anderem bist du erstmal platt gemacht hier. Wieder einmal alles Routine. Wupp. So, den hätten wir. Machen wir dich noch einmal weg. Puh. Wieder kein Leben. Nochmal kurz aufladen, dass wir jetzt zumindest wieder drei Striche haben. Hoppala. Boah, scheiße. Ausweichen, gleichzeitig noch gucken, dass man hier schnell genug durch dieses Ding hier durchkommt. Was? Alter. Ja, läuft mal wieder bei denen hier. Schnell in die Richtung. Gucken, dass ich da nicht reinfalle. Oh, egal. Hier gibt es einen Energiekristall. Den nehme ich mit. Und noch ein Kartenfragment. So, und hier nach oben komme ich jetzt natürlich nicht. Muss ich da jetzt tatsächlich wieder zurück. Speichere ich nochmal vorher. Oh. Irgendwie hat es geklappt. Und ich will da nicht an der Wand hochklettern. Gehe ich hier nochmal rüber. Genau, und hier oben ging es noch durch. Da war doch was. Genau, und da gibt es das letzte Kartensteinfragment. Aber so wirklich weiterkommen tun wir hier auch nicht. So, einmal hier wegmachen. Ich gucke nochmal gerade auf die Karte. Genau, da unten geht es nach links weiter, aber wenn man genau drauf achtet, ist das irgendwie für uns gerade noch nicht zugänglich. Ich kann das hier auch nicht wegsprengen. Ist aber ans... Ah, was? Okay. Wir holen uns jetzt nochmal das letzte Kartensteinfragment. Nicht so ungeduldig werden. Schnell nach hier oben. Diesmal nicht verkacken. So. Einmal dich wegmachen. Und genau, perfekt. Gut, das hat funktioniert. Wir haben das vierte Fragment. Ich versuche jetzt nochmal lebend hier zurückzukommen. Ich glaube, hier unten ist der beste Weg. Autsch. Scheiße, wieder nur ein halbes Leben. Jetzt darf ich nicht verkacken. Ah, das ist so scheiße. Ah. Das ist manchmal echt zum Kotzen hier. So. War noch deutlich eleganter als eben. Uah. Ich krieg die manchmal nicht so gut gepackt hier. Hä? Warum denn? Also den hatte ich jetzt. Da hatte ich Y auf jeden Fall eigentlich rechtzeitig gedrückt, dachte ich zumindest. Anscheinend doch nicht rechtzeitig genug. Boah, der trifft, landet aber auch immer Volltreffer hier. Ich fliege auch noch genau rein. Es ist gerade so viele Sachen, wo man parallel irgendwie aufpassen muss, dass man davon nicht erwischt wird. So. Aber jetzt. Oh, es läuft. Sehr schön. Nochmal speichern. Und jetzt gucken, dass ich lebend hier rüberkomme. Ich werde jetzt mal gucken, kann ich die vielleicht hier über so eine, über so einen Fernkampf hier platt machen, dieses Viech? Halt ziemlich weit weg, ne? Den treffe ich fast gar nicht.
Aber jetzt. Aber ich muss da. Ich muss ja hier, hier drüben lang, glaube ich. Zumindest. So. Ups, verkackt. So, einmal wegmachen. Nochmal speichern. So, jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie hochkomme. Dafür brauche ich dich. Dafür brauche ich dich, genau. Hey! Mach mal mit hier, bitte. So, danke. Oh, nein! Scheiße, boah, ist das schwer. Einmal. Ach, da kommen ja auch ab und zu Steine runtergeflogen. Was? Was? Wieso kommen die denn dann, wenn ich sie... Mann, die kommen nicht so, wie ich sie brauche. Ja, cool. So, den erwische ich. Sehr schön, den erwische ich auch. Das ist herrlich, wenn da kein Stein kommt. Wie jetzt aber. Puh. Es ist echt nicht zu fassen. Egal, was man macht, ne? Die legen immer noch eine Schippe drauf vom Schwierigkeitsgrad. Inklusive, dass ich den hier jetzt gerade nicht treffe die ganze Zeit und er mich am Ende wahrscheinlich dann wieder so richtig doof wegmacht. So. Und... Boah. So. Ja, und jetzt? Oh, jetzt komme ich hier runter, glaube ich. Mit einem... So einem Sprung, okay. Ich glaube, jetzt weiß ich ungefähr, wie der Level funktionieren soll. Ich habe doch vier... Ach, fuck, ich habe diesen einzelnen Kartenstein, habe ich halt noch nicht gefunden. Müssen wir jetzt bloß wissen, wo der ist, wa? So. Boah. Dann wirst du direkt begrüßt da unten. Weg mit dir. So, erstmal ein bisschen auf Abstand. Ja, so kannst du weitermachen. Immer schön gegen die Wand feuern. So. Weggemacht. Sehr schön. Machen wir dich nochmal kurz weg. Das nochmal, dann speichere ich hier nochmal. So, jetzt nochmal gucken. Ja, da rechts kommen wir da irgendwie höher. Also hier geht's ja nicht weiter. Ne? Das funktioniert, glaube ich, so nicht. So, es ist jetzt wieder schön Wege suchen. Hallo, ich will da runter. So. Lass mal dich wegmachen. Haha, die schießen sich gegenseitig ab. Das ist cool. Okay. Weiter so. Sehr gut. Gut, hier ist nichts. Ich gucke nochmal, ob ich den da unten bei dem da unten irgendwas Schönes finde. Aus Erfahrungspunkte gibt es da auch nichts. Nee. Gar nichts. Wo geht es hier weiter? Es kann natürlich sein, dass ich tatsächlich über diesen einen Schlot da weiter muss. Ich versuche das einfach nochmal. Du spawnst mir einfach viel zu schnell hier wieder. Oh Mann. So. Dann an den hier. An den hier. An den hier vielleicht? Nö. Jetzt kommt wieder keiner. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay. Ich muss dann immer schnell den Fallschirm anmachen. Doppelsprung, Fallschirm, Doppelsprung, Fallschirm, Doppelsprung, Fallschirm. Und jetzt? Hier oben spawnen die ganzen Blöcke. Da ist das Kartensteinfragment. Puh, ich glaube, das ist jetzt richtig Gold wert. Jetzt nicht verrecken. Nicht verrecken, mein Fieses. Oh. Okay, nochmal kurz ein bisschen Nein! Es ist nicht zu fassen. Egal, so geht's auf jeden Fall.
Alter. Du denkst, du hast es gepackt, ne? Dann verkackst du beim letzten Gegner. Weil du einfach viel zu nervös wirst. Das ist so krass bei dem Game. Okay. Gewusst wie. Das sah doch richtig passabel aus. Nochmal schnell speichern. Wenn wir hier runter segeln. Diesem kleinen Wichser hier mal richtig aufs Maul hauen. Aber vorher vielleicht mal das Kartensteinfragment einsetzen. Putz. So. Ja, läuft. Okay, wir haben jetzt nicht so viele Alternativen, wo wir lang können. Wir müssen irgendwie gucken, hier links, da waren wir schon drin. Wir müssen vielleicht... Ja, da unten gibt es noch so einen kleinen Weg. Mal schauen. Also wir haben jetzt eigentlich drei Möglichkeiten. Wir werden natürlich jetzt alle drei Möglichkeiten ausprobieren nochmal. Ich meine eigentlich, dass ich diese drei Sachen eigentlich schon ausprobiert hätte. Puh. Boah, das ist echt hart mit denen hier so auf close. Weg mit dir. So. Ich guck nochmal da oben nach. Da gibt es hier einen Weg nach rechts angeblich. In den aber keiner reinkommt. So, der hat mal Leben fallen gelassen. Diesen geheimen Gang da drüben, den hatten wir auch schon. Boah, fuck, ich bin wieder fast tot. Oh, Mist. Dieser Knockback, der ist mir echt fies. So. Entschuldigung, wenn ich gerade so ruhig bin. Ich konzentriere mich gerade wieder richtig hart. Autsch. Oh, Mann. Der Knockback ist aber auch genau so, dass ich immer genau drauf fliege auf den nächsten. So, ich gucke gerade nochmal auf die Karte. So, da oben haben wir jetzt ja angeblich noch ein paar Möglichkeiten. Was ist hier? Hier stirbt man, okay. Schnell nochmal wegmachen hier. So, diesmal ging es irgendwie besser als eben. Mach ich den nochmal weg. Ging auch irgendwie besser als eben. Ich speichere nochmal. So, da oben, den hatten wir ja schon. So, hier gibt es nochmal Leben. Ah, aua. Kann ich den vielleicht hier irgendwie rüberhauen oder so? Gucken wir mal. Nee, so nicht. Doch! Haha! Gewusst wie. Oh Mann, das Game fickt mich hier wieder. So, Gerade gucken, Memphisus, du benutzt wieder böse Wörter. Ja, ich weiß. Kommt man da oben irgendwie hin? Irgendwie muss man da ja hinkommen. Gerade aber keine Idee wie. Na? So, und da kommen wir jetzt natürlich weiter, denn wir haben schon alle Fragmente gefunden. Und ja, läuft. So. Aua, Mann. Ist klar, ist klar. Macht aber auch einen Schaden. Mal schnell speichern. Boah, fuck. Alter. Okay. Das ging irgendwie jetzt doch wieder leichter als gedacht. Boah, gegen die Dinger hier ist dieses, die Y-Fähigkeit, die ich habe, echt mega wertvoll. So, jetzt kann ich nach da unten den Weg noch aufmachen. Ich glaube, das mache ich auch kurz. Nehmen wir jetzt erstmal hier das ganze Leben mit und mache die Spinne hier nochmal schnell weg. Wutz.
Und Speicher noch einmal bohren. Damit habe ich wieder volles Leben. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Gefühlt zumindest. Da oben ist doch was. Ich sehe das doch. Irgendwas ist da oben versteckt. Ja, da ist was. Wie komme ich da am besten jetzt hin? So. Okay, hier gibt es offenbar schon mal einen Hebel. Oh. Oh. Ja, super Secret entdeckt. Mega gut. So, den hier hole ich mir auch nochmal eben kurz schnell. Damit gibt es offenbar ganz viel Energie und Erfahrungspunkte. Gut, dann speichere ich hier nochmal gerade. Gut, an der Stelle bedanke ich mich wieder einmal für euch, oder nicht für euch, bei euch fürs Zuschauen, so rum. Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten auch immer gerne einen Kommentar. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Memphises. Ciao.